Ja, hallo ihr Lieben, es gibt ein Liebeschip-Persönlichkeitstest, habe ich jetzt gerade fertiggestellt, vielleicht, also er ist noch so ein bisschen, also er ist im Prinzip fertig, aber keine Ahnung, vielleicht ist da noch irgendwo ein Rechtschreibfehler drin, schreibt mir das gern, aber ihr könnt es schon ausprobieren, findet ihn unter liebeschip.de, teste dich, schreibt es auch nochmal hier unten drunter. Und was ist das für ein Test? Ja, es ist ein Persönlichkeitstest und basiert auf dem 5-Faktoren-Modell, sogenannten Ocean-Modell. Das ist das wissenschaftlich weit verbreitete Persönlichkeitsmodell in der Psychologie. Also das sagt, dass unsere Persönlichkeit im Prinzip aus 5 Faktoren bestehen. Weiß nicht, ob jetzt gerade alle im Moment einfallen, aber es ist so Gewissenhaftigkeit, Offenheit für Neues, Extraversion, Introversion und solche Geschichten. Plus einem 6. Faktor, wird in der Psychologie gerade, wird dieser 5-Faktoren-Test gerne als, wird noch ein 6. Faktor hinzugefügt für unsere Belange. Sehr interessant, weil das so im weitesten Sinne so eine Art dunkle Triade-Skala ist. Das heißt, wenn man da hoch rankt, ist man eher so auf einer, könnte jetzt sagen, netten Spektrum, vielleicht zu nett, vielleicht manchmal auch ein bisschen co-abhängig. Wenn man da, hatte ich aber bisher noch nicht in den Auswertungen gesehen, wenn man da sehr, wir müssen natürlich auch ehrlich ausfüllen, ist ja klar, wenn man da sehr schlecht abschneidet, geht man halt sehr so ein bisschen, vielleicht viele Leute, die sagen wollen, wie sehr bin ich denn so in diesem dunklen Minus? Dunkle Triade ist ja so ein bisschen Narzissmus, Machiavellismus und diese Geschichten. Deswegen habe ich ist hier noch mit dabei. Das nennt man dann das sogenannte Hexaco-Modell. Müsst ihr euch nicht merken. Und ist so meine eigene, also ich sag mal, der Test, also diese Skalen liegen vor, es liegen Items dafür vor und ich habe den aber nochmal bearbeitet, whatever, ist auch egal. Auf jeden Fall könnt ihr den da machen und findet vielleicht interessante Aussagen für euch über eure Persönlichkeit. Ne? Ist natürlich alles immer nicht in Stein gemeißelt. Und ich sagte auch mal gleich, steht aber auch ein Test drin, es gibt jetzt kein gut oder schlecht, es geht einfach darum, zu gucken, wie ist man da aufgestellt, ein bisschen mehr über sich zu lernen irgendwie und ja, und unter Umständen da auch bestimmte Schlüsse draus zu ziehen, wo man vielleicht weiter an sich arbeiten möchte. Wir haben ja auch diese neuen Persönlichkeitskurse, findest du auch auf liebeschip.de und aber im Prinzip arbeiten diese Kurse ja auch in eine bestimmte Richtung, dass man eben, meine Kurse, dass man eben nicht mehr so Modul 01 zum Beispiel im Programmierungsliebeschips, dass man nicht mehr so co-abhängig ist, dass man diese Muster mehr durchschaut. Und es geht ja jetzt nicht um Täter-Opfer-Denken, das möchte ich wirklich nicht unterstützen, sondern einfach zu gucken, wo stehe ich gerade so für mich ganz persönlich, auch gar nicht so im Vergleich zu anderen und wo möchte ich vielleicht mehr an mir arbeiten. Könnt ihr euch mal angucken, ich finde es ganz coole Geschichte, kostet nix. Und wir werden uns mal wiedersehen.